Hallo und willkommen zurück zu HTML. Diesmal machen wir wieder ein paar Sachen zu Text, weil da wisst ihr noch gar nicht alles drüber. Ja, wir sind noch gar nicht alle Text durchgegangen. Ich habe mal das Konstrukt wieder gelöscht, was wir hatten. Und ja, also wir können Kommentare machen. Das ist manchmal recht nützlich. Ups. Einfach spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, sowas hier. Also zwei Striche und dann ist alles, was ihr schreibt, bla 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 bla, ist einfach nicht dargestellt, bis ein so entgegengesetzter Pfeil kommt. Das Ausrufezeichen steht einfach für nicht darstellen und alles, was innen drin steht, das kann auch mehrere Zeilen umfassen, wird grün dargestellt hier und das zeigt der Browser einfach gar nicht an. Okay? Gut. Dann hatten wir schon Computercode. Das wird relativ gerne eigentlich benutzt in so Programmierforen. Da kann man einfach den Tag Code nehmen. Maschinencode oder auch Code genannt. Und dann Backslash Code. Oh, das war noch die von vorhin. Und man sieht einfach ein bisschen anders aus. Normaler Text zum Vergleich. Sieht so aus. Unser Maschinencode sieht halt anders aus. Auch ganz nett eigentlich. Aber muss nicht unbedingt sein. Es ist nur, dass man mal eine andere Schriftart hat oder sowas. Braucht man jetzt nicht dringend. So, dann gibt es noch den Tag. Also ich schreibe euch unten drunter in der Beschreibung dann auch noch die ganzen Tags auf. Es gibt dann noch den KBD, den Keyboard Input, warum auch immer dann D steht und kein I, Backslash KBD, ich hasse diesen Tag, deswegen ich nehme ihn nie. Keyboard Input, so. Oh, ups. Das ist die Startseite, nicht von meinem... Ah, die Seite von meinem Browser, okay. Keyboard Input sieht in etwa gleich aus wie der Maschinencode. So. Braucht man eigentlich nicht. Also wie gesagt, das... Ich benutze ihn sehr, sehr ungern. Ja, man kann auch einfach sagen, man will small und backslash small. Kleinerer Text. Also das ist jetzt sowas wie eine Referenz von dem, was wir noch nicht hatten. Kleinerer Text. Oder man macht das Ganze einfach in Big. Also Big und Small, das wird jetzt hier nicht funktionieren, aber so wird es funktionieren. Ja, kleinerer Text, das hätte ich vielleicht ändern sollen. Ist größerer Text gemeint. Gut. Was brauchen wir noch? Blockquote können wir noch nehmen. Blockquote. Ein Zitat. Also extra für Zitate gedacht. Backslash Blockquote. Den mag ich eigentlich nicht, weil er so lang ist. Soll ich nach? Egal. So. Das wird ein bisschen eingerückt. Bisschen andere Schriftart genommen. Aber wirklich verändert wird es nicht. Es ist halt das, dass man dann verschiedene Tags hat. Und deswegen kann man sie nachher in CSS besser formatieren. Deswegen nehmen manche Menschen gerne so viele verschiedene Tags wie möglich. Aber was noch wichtig ist, ist zum Beispiel hier, sagen wir haben H und dann wollen wir H2O schreiben. Dann brauchen wir ja tiefer gelegten Text, sonst wird das ja nichts. Deswegen machen wir Tag auf, Sub für tiefer. Und dann machen wir eine 2, dann machen wir Ende vom Sub und dann machen wir ein O. So, wie sieht das jetzt aus? H2O, oh mein Gott, das ist jetzt schon nützlich, ja, ne? Aber auch nur, wenn ihr irgendwas Chemisches machen wollt oder was Mathematisches. Es gibt nämlich auch Sub für Super,
Also super ist ja immer höher. Das ist dann genau das andere. Das hat jetzt natürlich keinen Sinn, H2O so zu schreiben, aber ist egal. Es geht ja ums Prinzip. Ja. Das ist erstmal das Normale, was man so zum Formatieren von irgendwelchen Links von irgendwelchen Tags braucht. Als nächstes machen wir nämlich jetzt Links. Mit noch ein bisschen was Cooleres. Also man kann zum Beispiel einen ganz normalen Link, den wir ja schon hatten mit Google, mache ich jetzt nochmal. href gleich http://www.google.com / a. Aber ich brauche auch noch upsalala. Klick mich. So, ein Link, der zu Google führt. Ist noch nicht so toll, kann man aber ändern. Ist auch noch nicht unbedingt toll, aber man braucht es halt. Target ist gleich Bodenstrich blank. So, was macht das jetzt? Wenn ich es richtig geschrieben habe, macht es was Cooles. Es macht das Ganze in einem neuen Tab auf und wir können wieder zu unserem alten zurückgehen. Sollte man fast dem Nutzer überlassen, ob er das in einem neuen Tab aufmachen will oder nicht, aber manchmal ist es ganz nützlich, wenn man das halt einfach reinhaut, dass es dann nicht den Tab weglädt. Ja. So, was kann man jetzt noch machen? Man kann das Ganze auf ein Bild bringen. Dann haben wir ein Bild und wenn man draufklickt, ist es ein Link. Ich glaube, mein Bild heißt immer noch so. Seiten, ich habe es geändert. Ich will es nicht hoffen. Und wenn ich da draufklicke, dann komme ich bei Google raus. Oh mein Gott, wie cool. Ich habe ein Bild mit einem Link kreiert. Yay. So, dann gibt es aber auch noch ein Mail-to-Link sozusagen. Mail-to Hans-Peter. Da schreibt man jetzt hier an der Ref was anders. Und zwar schreibt man da Mail to, alles zusammen, Doppelpunkt. Und dann Name von der E-Mail-Adresse einfach. Also hanspeter@gmx.de. So. Dann haben wir hier wieder so einen Link, Mail to Hanspeter. Wenn man da draufklickt, dann öffnet sich das E-Mail-Programm, das ganz normale, das möchte ich jetzt nicht machen, das dauert vielleicht ein bisschen. Öffnet sich das ganz normale E-Mail-Programm, um dann eben an Hans-Peter zu schreiben. hanspeter@gmx.de. Kann man zum Beispiel gut in einem, wie heißt's, Impressum reinbringen. Ja, genau. So, und das war's eigentlich auch schon mit den Special Tags. Als nächstes machen wir was, was wahrscheinlich die Leute interessieren wird, die irgendwas programmieren wollen, wo der User was eingeben muss, was ja eigentlich heutzutage jeder will. Wir machen dann nämlich Forms. Ja, die Übermittlung zwar noch nicht, aber die Tags dafür machen wir. Und ja, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.